Trotro, kleiner Trotro, lustig, frech und froh. Kleiner Trotro, kleiner Trotro, lustig, frech und froh. Eselchen, du entdeckst deine Welt, tu, was dir gefällt. Trotro spielt im Bett. Dein Frühstück ist fertig, Trotro. Trotro, du musst langsam aufstehen. Ist das gemütlich im Bett? Und deshalb werde ich heute liegen bleiben. Dein Frühstück wartet aber schon, Trotro. Unter der Bettdecke kann man prima spielen. Zum Beispiel, dass man ein sehr bekannter Höhlenforscher ist. Ich erforsche hier unten eine ganz geheimnisvolle Grotte. Trotro, dein Kakao wird kalt. Hier ist viel Platz. Ich tue es, als ob ich im Zirkus wäre und Teddys großen Auftritt bewundere. Und ein Salto rückwärts. Und noch ein Salto rückwärts. Ja, bravo, bravo, Teddy. Ja, gleich noch einmal. Ja, klasse, Teddy. Und hopp. Ich finde das gar nicht komisch, Trotro. Und jetzt bin ich auf einem Floß, das auf einem großen Fluss treibt. Hui, wuh, wah, hi. Trotro, jetzt hole ich dich aber aus dem Bett. Ja. Kopfsprung. Schwimm, schwimm, schwimm. Trotro. Psst. Tja, na ja. Ich will nicht fangen. Ich will nicht fangen. Du bist ein Faulpelz, Trotro. Den fangen wir. Na los. Ich hab ihn gleich. Ja, im Bett bleiben ist schön, aber draußen spielen ist noch viel schöner. Trotro fährt Rollschuh. Rollschuhfahren ist klasse. Ich hab's noch nie versucht. Das Tolle an Rollschuhen ist, dass man die Schuhe nicht anziehen muss. Schneller.
mach so wie ich. Guck mal her. Hier kommt das Flugzeug von Trotro, dem Helden. Hier kommt die Kaffeekanne von Trotro, dem Helden. Sei vorsichtig, Trotro! Fast wäre ich hingefallen. Ein Applaus für den Supersprung von Trotro, dem Helden! Oh ja! Bravo! Oh. Halt vorsichtig! Das war der Sturz von Trotro, dem Helden. Du hast recht, Lilly. Rollschuhfahren ist gar nicht so leicht. Und jetzt habe ich gar keine Lust mehr. Das Blöde an Rollschuhen ist, man hat keine Schuhe für den Weg nach Hause. Trotro fährt Rollschuh. Rollschuhfahren ist klasse. Ich hab's noch nie versucht. Das Tolle an Rollschuhen ist, dass man die Schuhe nicht anziehen muss. Ich will lieber allein fahren. So bin ich auch viel schneller. Komm schon, Lilly, mach es so wie ich. Guck mal her. Hier kommt das Flugzeug von Trotro, dem Helden. Hier kommt die Kaffeekanne von Trotro, dem Helden. Sei vorsichtig, Trotro! Fast wäre ich hingefallen. Sprung von Trotro, dem Helden. Oh ja, bravo. Oh. Halt vorsichtig. Das war der Sturz von Trotro, dem Helden. Du hast recht, Lilly. Rollschuhfahren ist gar nicht so leicht. Und jetzt habe ich gar keine Lust mehr. Das Blöde an Rollschuhen ist, man hat keine Schuhe für den Weg nach Hause. Trotro macht Mittagsschlaf. Dennoch. Trotro, es ist Zeit für den Mittagsschlaf.
Nein. Doch, doch, doch. Wir räumen schnell auf und ab ins Bett. Ich will aber noch weiterspielen, Papa. Weißt du, Papa, ich bin wirklich nicht müde. Wenn du mit Lilly spielen willst, musst du dich erst ausruhen. Ich mag keinen Mittagsschlaf. Das ist langweilig. Und ich will keinen Mucks hören. Aber ich will jetzt spielen. Sei ganz leise, Teddy, und mach bloß keinen Lärm. Wir spielen ganz leise, hörst du? Ich baue dir ein schönes Haus. Gefällt dir dein neues Häuschen? Ja? Tut, tut, tut! Wir wollen hier durch! Tut, tut! Oh, wir machen zu viel Lärm! Oh. Er schläft. Jetzt will ich ein bisschen mit dem Pferd reiten. Höher! Höher! Schneller! Schneller! Höher! Eine Ente, ein Huhn, eine Gans, ein Küken. Aufstehen, Trotro! Du kannst rausgehen und mit Lilly spielen. Siehst du, du warst doch ganz müde, mein Kleiner. Was spielen wir, Trotro? Wettlaufen. Wer zuerst am Baum ist, hat gewonnen. Ist gut. Und los! Oh, ich bin zu müde. Ich möchte schlafen. Gewonnen! Oh, wollen wir schlafen gehen spielen? Das ist doch langweilig. Ich bin überhaupt nicht müde. Trotro? Trotro wäscht Teddy. Oh! Der arme Teddy. Ich hab alles verschüttet. Oh, Teddy. Du musst dich ganz dringend waschen. Wir beide müssen uns waschen, mein Guter. Ich zuerst. Und schon bin ich damit fertig. So ist es viel besser. Und jetzt bist du dran, Teddy. So, bitte. Auch schon fertig. Der Kakao ist nicht abgegangen. Trotro? Was machst du da? Mama, sieh mal. Teddy hat sein Frühstückskakao umgeworfen. Nein, wirklich? Dein Teddy ist ja vielleicht ungeschickt. Er ist ganz, ganz schmutzig. Wir müssen ihn waschen. Ich stecke ihn gleich in die Waschmaschine. Trotro, der gute Teddy ist wieder sauber. Teddy! Du bist ja noch ganz nass. Ich trockne dich ab. Er ist noch nicht trocken.
Siehst du, Teddy? Die Sonne scheint. Da wird dir schön warm. Und du trocknest ganz schnell. Halt durch, Teddy. Gleich bist du trocken. Du riechst aber gut, Teddy. Du riechst schön sauber. Nach Sonne und nach Wind. Trotro und das Picknick. Heute machen wir ein tolles Picknick. Oh. Ah. Ah. Oh. Hilfst du mir mal, Lilly? Komm, Trotro, unter dem Baum können wir viel besser picknicken. Zuerst essen wir die Schokolade. Wir teilen alles. Schokolade mit Weißbrot schmeckt gut. Mmh. Oh nein, sie schmilzt uns weg. Das ist normal. Schokolade schmilzt, wenn es so warm ist. Mmh. Geschmolzene Schokolade schmeckt auch gut. Hey, das gibt aber doll. Hier, wasch dir die Hände, Trotro. Du, ich hab noch Hunger. Du nicht, Lilly? Hier, Kekse mit leckerer Erdbeercreme. Ah, die schmecken gut. Eine Biene! Beweg dich nicht, Lilly. Ganz ruhig. Weißt du, Lilly, Bienen mögen lieber Kekse als kleine Mädchen. Ich danke dir, Trotro. Du hast mich gerettet. Also jetzt habe ich Durst. Ich habe nur einen Apfelsaft. Aber ich habe zwei Strohhalme. Picknicken macht richtig Spaß. Oh ja. Oh nein, es regnet. Unser Picknick ist vorbei. Wir werden klatschnass. Komm unter die Tischdecke, Lilly. Da bleiben wir trocken. Hier, Kinder, ein paar Kekse. Dankeschön, Mama. Yum. Also zu Hause picknicken ist auch klasse. Trotro spielt Baby. Rum, 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 rum. So, Teddy, jetzt steckst du in einen superschnellen Rennwagen. Rum. Sag mal, Trotro, du könntest deine Spielsachen eigentlich auch mal wegräumen. Aber ich kann leider nicht aufräumen. Ach so, aber warum denn nicht? Na, weil ich noch zu klein bin. Ich bin ein Baby. Wirklich? Ich finde dich schon recht groß für ein Baby.
Was braucht denn ein Baby? Nein, ich brauche unbedingt... Ah, eine alte Babynuckelflasche. Und einen Babyschnuller. Hurra, ein Babykuscheltuch. Um ein richtiges Baby zu sein, fehlt mir nur noch das hier. Und zieh. Nämlich den alten Baby-Buggy. So dumm, dass Babys im Kinderwagen noch nicht mit ins Kino gehen dürfen. Wirklich sehr traurig. Wie bitte ins Kino? Oh, du hast ja recht. Ist das schade. Wir wollten doch heute Nachmittag alle zusammen einen Cowboy-Film sehen. Cowboy-Film? Mhm. Das macht doch nichts. Wir spielen lieber in der Buddelkiste. Das ist doch besser. Ja, in der Buddelkiste fühlen sich Babys wohler. Oh? Na, sag mal, was machst du denn da, Trotro? Na, ich bin gewachsen. Guckt mal, ich bin schon riesengroß. Ich bin kein Baby mehr. Ich bin Trotro, der größte Cowboy des Wilden Westens. Trotro fährt in die Ferien. Aufwachen, Trotro. Wir fahren heute in die Sommerferien ans Meer. Nein, ich bin noch so müde. Ich muss noch den Koffer packen und du packst bitte deinen Rucksack. Und wenn du richtig wach bist... Suchst du die Spielsachen aus, die du mitnehmen willst? Ich nehme alle mit. Das geht leider nicht, mein Trotro. Nimm nur die Spielsachen mit, die in den Rucksack passen. Steh auf, Teddy. Wir verreisen heute. Du wirst bald sehen. Das Meer ist ganz groß und blau. Ein bisschen kalt und mit riesen Wellen. Da ist überall Sand und der ist ganz weich an den Füßen. Wenn wir am Strand sind, dann baue ich dir ein Schwimmbecken, in dem du baden kannst. Und ich werde Mama fragen, ob sie mir ein Netz kauft, mit dem man leckere Krabben fangen kann. Ich mag gerne Krabben. Na komm, wir suchen mein Spielzeug aus. Ich will eine Sandburg bauen. Dazu brauche ich meine Schippe. Und mein Eimer und meine Hake. Mein Gummientchen. Weißt du, Teddy, vielleicht möchte es auch gern mal im Meer schwimmen. Das ist lustiger als in der Badewanne. Mein Flugzeug kommt auch in den Rucksack. Und meine Lokomotive. Fertig, das war's. Fehlen nur noch meine kleinen Blechautos. Brumm, brumm. Oh, der Rucksack ist ja voll. Meine Schwimmflügel. Ohne meine Schwimmflügel kann ich nicht schwimmen. Ich muss etwas rausnehmen. Meine Schwimmflügel sind da. Ich habe sie gefunden. Wie soll ich denn nur alles mitnehmen? Ich brauche doch meine Autos, wenn ich Straßen im Sand bauen will. Ich habe eine Idee. Mama hat ihn doch bestimmt hier ins Regal geräumt. Ah, ich habe ihn gefunden. Teddy, du wirst die kleinen Blechautos tragen.
So, bitte, Teddy. Dein Rucksack. Und, bist du fertig, Trotro? Ich habe alles, was ich brauche, in meinen Rucksack reingekriegt. Guck mal, Mama. Das ist ja toll, Trotro. Alle Spielsachen? Ja, und Teddy hat auch einen Rucksack, genau wie ich. Wenn wir in die Ferien fahren, trägt Teddy einen kleinen Rucksack, genau wie Trotro. Trotro fährt Schlitten. Der Schnee ist ja so schön. Ich probiere mal eine Flocke zu fangen. Oh, sie schmilzt in meiner Hand. Ach, ich weiß. Ich mache einen Schneeball. Das geht einfacher. Der Schnee ist weich wie Watte. Aber brrr, der ist kalt. Um sich aufzuwärmen, muss man sich die Handschuhe anziehen. So. Komm, Teddy. Weißt du was? Wir fahren jetzt beide mit dem Schlitten. Hörst du das komische Geräusch? Als würde ich durch zerknülltes Papier laufen. Es macht Spaß, durch den Schnee zu laufen. Wenn man Schlitten fahren will, muss man bis nach ganz oben raufsteigen. Ah, ich rutsche ab. Ich sinke ein. Oh nein! Es ist ganz weich und tut nicht weh. Ist dir nicht kalt, Teddy? Da drin wird dir schön warm. Puh. Oh nein! Halt an, Schlitten! Hallo, Trotro. Darf ich auch mitspielen? Ja, hilf mir den Schlitten raufziehen. Das ist ein richtig hoher Berg. Jetzt können wir beide im Schlitten runterfahren, stimmt's? Na klar, Lilly. Hast du etwa Angst? Wir werden sogar ganz schnell fahren. Ich find's toll. Los, beeil dich. Du schiebst nicht doll genug. Halt dich gut fest. Jetzt schiebe ich ganz doll. Und dann springe ich rein. Warte auf mich. Du fährst zu schnell. Oh, das ist super toll! Oh ja, na bitte! Jetzt habe ich dich überholt, ja! Auf dem Po macht's noch mehr Spaß! Trotro und der Igel. Oh! Ah, schön! Nanu, da ist dir mein Ball! Was? Der hat ja ein Loch? Ein kleiner Igel! Die Stachelkugel ist verschwunden. Hallo du, willst du mit mir spielen? Dann nicht, geh ich eben weg. Oh.
Hä? Hast du Angst? Willst du nicht mehr spielen? Hallo, Toto. Habe ich nicht einen hübschen Luftballon? Sei still und stell dich hinter mich, Lilly. Sag mal, was machst du denn hier hinter dem Baum? Ich spiele Versteck mit meinem neuen Freund. Siehst du? Ah. Ein kleiner Igel. Oh. Ist der niedlich? Oh. Oh. Mein schöner Luftballon. Ah. Oh. Ah. Auwei, der Arme. Oh. Er hat sich versteckt. Mein Luftballon hat ihm Angst gemacht. Hm. Ich habe eine Idee. Komm mit. Wir machen dem Igel ein Geschenk, damit er merkt, dass wir ihn gern haben. Sieh mal, Trotro, das wird sicher sein Papa sein. Oder seine Mama. Oh, schmeckt es dir? Autsch! Oh. Du, Lilly, leihst du mir deinen Handschuh? Bitte, Trotro. Damit können wir sie streicheln und es piekt nicht. Kuchen à la Trotro. Ich backe einen Kuchen. Oh, darf ich auch einen Kuchen backen? Aber gern, wenn du willst. Wenn man einen Kuchen backen will, braucht man Mehl. Wenn man einen Kuchen backen will, braucht man noch Eier. Auf, Trotro, jetzt hast du nur noch zwei. Puh, Eier aufschlagen ist schwer. Toll, Trotro. Wenn man einen Kuchen backen will, braucht man natürlich auch Zucker. Ein bisschen, noch etwas mehr. Aber bloß nicht zu viel, Trotro. Rühre, rühre, ich mach einen Teig. Rühre, rühre. Bitte, mein Kleiner, das Nudelholz. Und rolle, rolle, kleines Nudelholz. Rolle, rolle. Kleine Löcher, mit zwei Gabeln macht es noch viel mehr Spaß. Tick, 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 tick. Ich lege ganz viele leckere Sachen auf meinen Teig. Zuerst Tomatensoße und zwar ganz viel. Und geriebenen Käse. Eine ganze Tüte voll. Das reicht. Mein Kuchen ist fertig. Fass den Herd nicht an, er ist sehr heiß. Mama hat meinen Kuchen in den Backofen gestellt, direkt neben ihren. Mh, das duftet schon sehr gut. Oh, Mama, Mama, mein Kuchen ist fertig. Oh. Und hier kommt der köstliche Kuchen von Trotro. Papa darf natürlich meinen Kuchen als erster probieren. Sehr gern. Mh, der sieht ja gut aus. Hopp. Mmh. Mmh. Lecker. Mmh. 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 Trotro, dein Kuchen ist gar kein Kuchen. Das ist eine Pizza. Eine köstliche Pizza. Mmh. Ja, das ist die Pizza Trotro. Ja.
Trotros Lieferwagen. La 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 la. Und fertig sind 5 leckere Kuchen. Jetzt muss ich sie nur noch hübsch machen. Hier, Lili, guck mal, was ich gepflückt habe. Und das hier? Das wird lustig. Mhm. Guten Tag, Frau Blumenverkäuferin. Ich möchte einen hübschen Strauß kaufen. Er kostet genau einen Kuchen. Das ist nicht teuer. Ich nehme ihn. Bitte sehr. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Das duftet. Guten Tag, Frau Bäckerin. Yum, yum, Ihre Kuchen sehen ja gut aus. Entschuldige bitte, Nana, das war keine Absicht. Spielt ihr verkaufen? Dürfen wir mitspielen? Ja, gern. Was möchtet ihr denn Schönes verkaufen? Ich weiß, was ich verkaufen will. Wartet mal. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann ja Kuchen backen. Oh nein, denkt ihr was anderes aus. Ich bin die Bäckerin. Hereinspaziert, hereinspaziert. Macht alle mit beim großen Bada-Bada-Bum-Spiel. Ein Schuss für einen Blumenstrauß oder einen Kuchen. Oh ja, ich will unbedingt spielen. Ich geb dir einen Strauß. Dankeschön. Hier. Klasse! Oh ja, oh ja, toll! Jetzt ich, Bobo. Du bekommst von mir einen Kuchen für einen Schuss. Ist gut, hier. Ist das lustig? Ich hol dir noch einen Kuchen und werfe gleich nochmal. Ich auch. Ich hol dir noch einen Strauß. Jetzt weiß ich was. Bleibt bitte alle, wo ihr seid, ja? Wo will er denn hin? Mein Beruf ist Lieferwagenfahrer. Trotros Blitzlieferwagen fährt alles. Hier ist Trotro, der Blitzlieferer. Trotro macht alles nach. Das Flugzeug fliegt los! Das Flugzeug landet! Und ich hebe auch ab! Und jetzt die Landung! Hey, Trotro, warum machst du mir alles nach? Es ist ein Spiel, alles nachmachen! Oh ja, verstanden! Los, mach's wie ich! Und hopp, 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 hopp. Jetzt dich. 1, 2, 3, Sitz. 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 1, 2, 3. Jetzt bin ich wieder dran. Tschu, tschu. Tschu, 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 tschu. Was spielt ihr denn da? Wir machen alles nach. Spielst du mit? Ja. Hui! Aufgepasst, es geht los. Tschu, 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 tschu. Jetzt bin ich dran. Ein lustiges
lustiger Tanz. Ist gut, ist gut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Windmühle. 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 Sehr gut. Und gleich nochmal von vorn. 1, 2, 3, 4. Windmühle. Und weiter geht's. Und hopp. Das war falsch. Aufgepasst, jetzt wird es schwierig. Hintereinander. Ihr werdet schon sehen, diesmal mache ich alles richtig. 1, 2, 3, 4. Windmühle. Hupsala. Ha, ta, ha, ha, ta. Ha, tada. Bravo, aber du hast verloren, Toto. Ja, du hast nichts nachgemacht. Ist doch klar. Weil wir jetzt spielen, dass wir alles anders machen als die anderen. Also habe ich gewonnen. Trotros Weihnachtsbaum. Bist du fertig? So, bitte, jetzt steht er gut. Mann, ein toller Weihnachtsbaum. Ja, und er wird weiter wachsen, genau wie du. Weihnachtsbaum! Weihnachtsbaum! Prima, danke, Papa. Darf ich ihn jetzt schmücken? Gern, Trotro. Ich weiß nur nicht, wo Mama den Weihnachtsbaumschmuck aufbewahrt. Und wann kommt Mama endlich wieder? Wenn sie ihre Einkäufe erledigt hat. Ich koche jetzt unser Festtagsessen. Es dauert viel zu lange, bis Mama wiederkommt. Schon bist du ein bisschen geschmückt, kleiner Weihnachtsbaum. Siehst du, das hält dich schon warm. Und hepp! Das sieht klasse aus! Die schönen Halsketten von Mama. Na, die sehen aber super aus, meine gelben Weihnachtskugeln. Papas Krawatten, das werden ganz tolle Girlanden. Schöne, bunte Socken für den Weihnachtsmann. Eine für Mama, eine für Papa und eine für Trotro. Die Karte von Omi. Fertig! Irgendetwas fehlt aber noch. Der Stern! Ah! Quarki ist gelb wie ein Stern. Jetzt nur noch du. Und es ist perfekt. Hallo, ich bin zurück. Oh! Oh! So ein schöner Baum. Ja, wirklich. Ja, und ich habe ihn ganz allein geschmückt. Er ist wunderschön geschmückt. Bravo, Trotro. Der perfekte Weihnachtsbaum. Man braucht nichts zu verändern. Nur Teddy, denn er kann nachts nur schlafen, wenn er bei seinem Trotro ist. Trotro fährt Roller. Ja! Hallo, Leute! Na, wie findet ihr meinen neuen Roller?
Na? Ist der schön. Und damit fahre ich viel schneller als ihr beide. Das stimmt nicht. Ein Roller ist langsamer als ein Fahrrad. Nein, ich habe euch doch überholt. Wir sind ja auch ganz langsam gefahren. Wollen wir ein Rennen fahren? Der Erste, der um den Garten rumgefahren ist, hat gewonnen. Ist gut. Bobo ist Schiedsrichter. Haha, du wirst schon sehen. 3, 2, 1 und los! Ha, Lilly ist weit hinten. Sie ist fast nicht zu sehen. Ich mache eine klitzekleine Pause. Lilly zu schlagen ist viel zu leicht. Oh, die Blume ist schön. Und hopp, weiter geht's. Sie liegt weit zurück. Ich habe Zeit, einen Sandkuchen zu backen. Und hopp, schön festdrücken. Schnell, ich muss sie wieder überholen. So schnell, dass ich Zeit habe für eine Rutschpartie. Yippie! Lilly ist nicht zu sehen. Ich rutsch noch mal. Juhu! Und gleich noch mal. Oh nein, ich habe Lilly ganz vergessen. Schnell, ich muss sie vor dem Ziel noch einholen. Und Lilly hat gewonnen! Nein, das ist ungerecht. Ich war vorn und dann habe ich eine Pause gemacht und dann... Aber ich war als Erste am Ziel. Also habe ich das Rennen gewonnen. Das stimmt. Lilly ist die Siegerin. Oh nein, fahren wir noch ein Rennen, Lilly? Nein, es macht keinen Spaß, wenn du nicht verlieren kannst. Kommt, Kinder, hier gibt's Schokoladenkuchen. Der Erste kriegt das größte Stück Kuchen. Und diesmal mache ich keine Pause. Trotro und die Sandburg. Hallo Trotro. Hallo Bobo. Was suchst du da? Einen Schatz? Nein, ich baue eine Sandburg. Eine Sandburg? Eine Riesenburg mit 4 Türmen. Kann ich dir helfen? Ja, na klar, du kannst die Türme bauen. Ist viel zu weich. Ja, du hast recht. Man muss Wasser dazugeben. Hallo Lilly, was machst du denn da? Ich? Na, ich sammle Algen und Seesterne, um einen wunderschönen Garten zu machen. Und ihr? Wir holen Wasser, damit wir unsere Sandburg bauen können. Eine Sandburg? Ja, eine Riesensandburg. Wenn du willst, kannst du auch mitmachen. Ja, gern. Die Burg braucht ja auch einen Garten. Ja, also los, bauen wir gleich weiter. Komm mit. Och, eure Burg ist ja so winzig klein. Sie ist doch auch noch nicht fertig, Lilly. Pass auf, wir bauen jetzt die Türme. Klopf den Sand gut fest. Ist der groß. Schnell, jetzt fehlen nur noch 3. Vor einer Burg muss Gras wachsen. Blumen. Bitte sehr, ein schöner Garten. Bitte sehr, eine Riesenburg. Wir brauchen noch eine Straße, die zur Burg führt. Ich habe eine Idee.
Aber da fehlt noch ein Tor, um reinzukommen. Na, dann mach doch eins. Und damit ist die Riesenburg fertig. Nein, nein, sie muss doch noch geschmückt werden. Wartet hier, ich komme gleich wieder. Meinst du, da fehlt noch etwas? Eine Fahne. Oh. Auf einer richtigen Burg weht immer eine Fahne. Komm, Bobo. Oh. Gut gemacht. Bitte, jetzt ist sie endlich fertig. Unsere Riesen... Seht doch mal, ein Krebs. Wir haben ihm ein schönes Haus gebaut. Wir haben ihm eine Burg gebaut, meinst du wohl? Trotros Bett. Und der Prinz umarmte seine Prinzessin. Die Geschichte ist zu Ende, Trotro. Und jetzt wird brav geschlafen. Bleib noch ein bisschen bei mir, bitte, Papa. Was ist denn, Trotro? Hast du es denn nicht gemütlich in deinem Bett? Doch, aber ich liege nicht gerne allein im Bett. Aber du bist nicht allein. Muah. Teddy schläft doch bei dir. Aber ich habe ein bisschen Angst. Teddy genügt mir nicht. Mama hat ganz warme Füße und Papa schnarcht die ganze Zeit. Hier ist es richtig gemütlich. Trotro übertreibt. Und wir haben gar keinen Platz mehr. Oh nein, da ist er schon wieder. So können wir nicht schlafen. Trotro ist schon groß. Er muss einsehen, dass er in seinem Bett schlafen muss. Mama, Papa, wo seid ihr? Oh. Raus da, das ist mein Bett. Wir haben ganz wunderbar geschlafen. Raus da mit euch. Und der Wolf verschwand im verschneiten Wald. So, Trotro, die Geschichte ist zu Ende und jetzt wird geschlafen. Warum bist du dann noch hier? Willst du mir heute Nacht wieder das Bett wegnehmen? Gute Nacht, Trotro. Pass gut auf dein Bett auf. Gute Nacht, Papa. Trotro, der kleine Gärtner. Was machst du denn da, Trotro? Die Lehrerin hat uns ein Tütchen Blumensamen zum Säen geschenkt. Dazu brauchst du einen Topf und Erde. Sehr gute Idee, Papa. Ich hol mir schnell alles aus dem Garten. Wenn man eine Blume wachsen lassen will, braucht man einen kleinen Blumentopf.
Schokolade, aber nicht zu viel. Man tut die Samen in den Topf, dann drückt man sie fest. Dann bedeckt man sie, damit ihnen schon warm wird, so. Danach gießt man Wasser drauf. Puh, ist das schwer. Wer will Wasser, gutes Wasser? Das war's. Jetzt werden die kleinen Samen schnell wachsen. Na kommt, schön wachsen, kleine Blumen. Ich sehe euch dabei zu. Nun seid doch nicht so schüchtern, ihr Kleinen. Wollt ihr nicht endlich mal wachsen? Nun beeilt euch doch. Papa, ich habe die drei kleinen Samen eingepflanzt, aber es passiert gar nichts. Sie wollen nicht wachsen. Das ist normal, Trotro. Ach ja, warum denn? Ich werde es dir erklären. Warte. Weißt du, wer das da auf dem Foto ist? Ein Freund von mir? Nein, Trotro, das bin ich, als ich noch klein war. Als du noch klein warst? Ich bin nicht immer so groß gewesen, wie ich es heute bin. Ach nein? Oh nein, man braucht viel Zeit, um zu wachsen. Genau wie die kleinen Samen, die du heute gesät hast. Hab etwas Geduld, Trotro. Aha, ich glaube, ich hab verstanden. Bis bald, kleine Samen. Ihr braucht Zeit, um groß zu werden. Trotro sucht seinen Teddy. Ich hab Teddy verloren. Wo ist er nur? Ah! Vielleicht in den Büschen. Teddy, wo bist du? Wo versteckst du dich? Wo kann Teddy denn nur sein? Wo denn? Mama, ich hab Teddy verloren. Er ist verschwunden. Hast du denn auch überall im Haus gesucht? Ja, hab ich. Dann such auch mal dort, wo du noch nicht gesucht hast, Trotro. Gute Idee. Vielleicht hat Teddy sich ja in Papas Sessel versteckt, um mich reinzulegen. Also hier ist Teddy nicht. Ah! Vielleicht badet er. Hier ist Teddy leider auch nicht. Vielleicht hat Teddy Hunger. Was suchst du denn im Kühlschrank, Trotro? Was wohl? Ich suche Teddy. Aber da drin kann er doch nicht sein. Und jetzt mach schnell die Tür zu. Aber wo ist er denn dann? Oh weia, Teddy ist weg. Für immer. Teddy wird schon irgendwo sein. Du musst nur nachdenken. Hier, trink deine Milch. Die wird dir sicher gut tun. Mama, welchen Tag haben wir heute? Sonntag, Trotro. Warum? Ah! Ja, juhu! Ich habe ihn gefunden! Ja, yippie! Ja, juhu! Ja, endlich! Ja! Teddy! Ja! Teddy ist wieder da! Ja, sehr gut, juhu! Trotro.
natürlich in deinem Bett, Mama, wo sonst? Das ist doch kein Geheimnis mehr, dass Teddy jeden Sonntagmorgen am allerliebsten mit Mama und Papa im Bett frühstückt. Ach ja, richtig. Mein kleiner Teddy, ich hab dich wieder. Trotro rettet einen Vogel. Da kommt Super Trotro und schießt einen Pass. Ja, und schon wieder ist der tolle Trotro am Ball. Klasse! Bravo, Trotro! Und jetzt kommt ein Tor! Oh? Hä? Das ist ja ein Vogelbaby. Du bist ja süß. Wo sind denn deine Eltern? Du kannst nicht allein bleiben. Du bist noch zu klein. Du kannst ja noch nicht mal fliegen. Aber hab keine Angst. Ich pass auf dich auf, Vögelchen. Als erstes baue ich dir ein kleines Bett. Warte hier. Gefällt es dir nicht? Oder hast du vielleicht Durst? Nein, das war's auch nicht. Jetzt weiß ich, du hast Hunger. Guck mal, ein Eis ist noch da. Das wird dir sicher gut schmecken. Erdbeereis mag ich am allerliebsten. Hier, der Rest ist für dich. Du magst kein Eis? Ich guck mal, was ich noch finde. Vielleicht möchtest du lieber Käse. Du bist ganz schön schwierig. Aber ich hol dir noch etwas anderes. Tja, also wenn dir das hier jetzt auch nicht schmeckt, dann fällt mir nichts mehr ein. Was ist denn hier los? Wo kommt denn das Vögelchen her? Weißt du, es ist ganz allein und verlassen unterm Apfelbaum. Da habe ich es mit nach Hause genommen. Aber Trotro, das Vögelchen braucht seine Eltern. Sie suchen ihm sicher nur etwas zu essen. Was können wir denn da machen, Mama? Na, wir setzen ihn wieder in sein Nest. Hm. Guck mal, Mama, da oben ist das Nest. Siehst du, seine Eltern sind nicht da. Setz den kleinen Vogel in sein Nest, Trotro. Dann sehen wir, was passiert. Na, was hab ich gesagt? Da kommen ja seine Eltern. Oh, ich glaube, er frisst gern Regenwürmer. Na, siehst du, Trotro, seine Eltern wissen genau, was er braucht. Sie haben ihn nicht verlassen. Weißt du, Mama, ich freue mich, dass der kleine Vogel seine Eltern wieder hat. Trotro und der Regen. Mama, darf ich draußen spielen? Das ist keine gute Idee, Trotro. Es gießt in Strömen, da wirst du klatschnass. Oh, endlich! Komm, Teddy, es regnet nicht mehr. Wir gehen draußen spielen. Das Tolle an Gummistiefeln ist, dass man damit durch Pfützen laufen kann. Und die Füße werden nicht nass. Das ist lustig. Man steht im Wasser und die Füße sind trotzdem warm. Man kann auch ein bisschen hüpfen.
Sogar ganz doll. Und Schlittern geht auch gut. Yippie! Oh. Da ist noch eine. Ich habe Wasser in meiner Hose und sogar in der Unterhose. Brr, mir ist kalt. Und vor lauter Hüpfen ist das Wasser in die Stiefel gelaufen. Aber klatschnass, Teddy. Und weil wir klatschnass sind, ist uns kalt. Komm schnell, Teddy, ab ins Warme. Na sowas. Regnet es noch? Du bist ja ganz nass. Geh dich schnell umziehen und setz dich vor den Kamin. Mm-hmm.